Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit unserer lieben Mallory und unserer Black Widow Challenge. Im letzten Part haben wir ja versucht, Kyle etwas näher zu kommen und wir sind gescheitert. Komplett tuto gescheitert auf ganzer Ebene. Wir haben eine richtig negative Leiste mit ihm. Das heißt, wir müssen uns in diesem Part auch wieder darauf fokussieren, einen neuen Mann für Mallory zu finden. Aber es könnte auch sein, dass in diesem Part unser Valentinstagsbaby / vielleicht Meerjungfrauenbaby kommt. Also bin ich richtig gespannt, was der Part uns so bringt. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind jetzt aktuell im zweiten Trimester und das dritte Trimester ist in 13 Stunden. Und wie ihr sehen könnt hier, mit Kyle ist es nicht so richtig am Laufen. Tja, aber stimmt, das habe ich total vergessen. Wir haben ja, als wir dann mit Kyle unterwegs waren, auch noch Kyla kennengelernt. Und prinzipiell könnten wir natürlich auch mit ihr was anfangen. Das Ding ist nur, dass Mallory ja von jedem potenziellen Partner ein Kind bekommen muss. Und das wird mit Kyla leider nicht möglich sein, es sei denn, wir adoptieren halt ein Kind. Da müsst ihr mir aber bitte sagen, was wir machen sollen. Das heißt, ich gucke zwar jetzt weiter nach potenziellen Partnern, aber wenn ihr sagt, nee, wir können das mit Kyla auch machen, dann nehmen wir Kyla als nächste Partnerin. So, was macht die Mausi denn gerade? Sie hat anscheinend jetzt die Toilette geputzt und den Kühlschrank ausgeräumt. Wow, Mallory. Mallory, was ist los mit dir? Ich wollte eigentlich kurz bei Mario anrufen und ihn einfach mal updaten und ihm halt sagen, dass er den Kindern den Gruß ausrichten soll. Aber gut, wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Was macht sie denn eigentlich? Sie will sich noch mal ein Stück Kebab-Pizza nehmen. Dann macht es doch. Haben wir denn sonst irgendjemanden hier kennengelernt? Schon ein paar, aber ich weiß nicht. Wir könnten natürlich auch mal mit der Simda-App ein Blind Date machen. Und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Also ein männliches Blind Date natürlich. Und schauen, ob wir uns mit dieser Person gut verstehen. Und vielleicht ja daraus dann was wird. Aha, wir haben also diesen jungen Mann hier. Schauen wir mal, wo wir mit ihm hingehen. Wir gehen jetzt mit ihm einfach mal ins Schlangennest in Oasis Springs. Ich habe jetzt leider hier in der Welt von Mallory noch keine chilligeren Grundstücke platziert. Da könnt ihr auch gerne Grundstücke hochladen, wenn ihr möchtet, die wir dann zusammen platzieren könnten. Auch alles unter dem Hashtag Lunetra oder Lunetra Black Widow, wie ihr möchtet. So, jetzt gucken wir uns doch den Herrn mal an. Ah, Dirk Traumtänzer, ein Megastar. Also wenn das kein gutes Zeichen ist. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt nicht richtig mit ihm interagieren können. Hier über die Simda-App können wir irgendwas machen. Dann stell dich doch mal vor und Smalltalk, Zuwendung. Irgendwie sieht der grantig aus. Oh, und da haben sie auch Minusherzen. Und er sagt jetzt zu ihr, ach Kinder, die machen das Leben nur viel schwerer. Und jetzt habe ich hier eine Frau gedatet, die schwanger ist. Mann, diese Simda-App, die ist doch echt nur was für Loser. Und er lacht sie die ganze Zeit aus, seht ihr das? Und er denkt sich auch, oh mein Gott, was ist mit ihm verkehrt? Lacht einfach eine schwangere Frau aus. Und im nächsten Moment feiert er ihn wieder. Und Mallorys Herz ist jetzt gebrochen und sie denkt sich, nee, auf den habe ich keinen Bock und wird das Date beenden. Was ich, glaube ich, auch getan hätte. Aber gleichzeitig werden wir nach einem neuen Date suchen. Und er hasst uns auch. Guck mal, ja, dann geh doch weg. Gehen Sie doch weg, lassen Sie mich in Ruhe. Ein männliches Blind Date, bitte. Na gut, wen haben wir denn diesmal? Keine Ahnung, wer das ist. Dann gehen wir nach Sanmai Shuno. Und zwar gehen wir ins Honey Pop, in die Karaoke-Bar. Wer ist denn unser Blind Date diesmal? Emil Davis. Also so vom Gesicht her sieht er eigentlich gar nicht schlecht aus. Aber die Frisur und die Klamotten sind jetzt nicht so ganz, ne? Müssen wir mal gucken. Aber jetzt stellen wir uns doch erstmal freundlich bei ihm vor. Oh nee, wir stellen uns kokett bei ihm vor. Oh nein, scheiße, es geht jetzt nicht mehr. Blöd.
So, so. Kann sie es trotzdem noch machen? Kompliment über Outfit machen. Wir tun jetzt einfach mal so, als würde es uns gefallen. Und dann werden wir ihm einen Klopf-Klopf-Witz erzählen und werden mit ihm tratschen. Und wir würden, und dann werden wir einfach auch gleich mal in die Vollen gehen und ihn anflirten. Und er geht tatsächlich drauf ein. Okay, wir müssen sitzen und mit der Verabredung plaudern. Dann setzen wir uns doch hier hin zusammen, hören dem guten Herrn da hinten zu und unterhalten uns weiter. Wir werden über unsere Ängste sprechen und dann werden wir nochmal hier bei Smalltalk ihn kennenlernen. Dann werden wir ihn natürlich nochmal anflirten. Das Kompliment übers Aussehen müssen wir auch noch machen. Hier, das machen wir dann gleich mal. Über Interessen reden müssen wir. Das werden wir auch hinkriegen. Wo ist denn das? Und das Smalltalk? Nee, aber wir können ihn mal nach seinem Tag fragen. Warum mögen uns alle nicht? Mann. Oh, und jetzt hat er uns angeflirtet, kann es sein? Tiefgründige Gedanken. Hä, wo war denn über Interessen reden? Ach, mein Gott, natürlich bei Interessen, dumm. Und dann müssen wir ganz viel flirten. Wir werden ihm eine schlüpfrige Frage stellen. Und wir werden ihn nach seinen romantischen Interessen fragen. Mal schauen, ob er uns die verrät. Und dann werden wir Nummern austauschen. Und dann müssen wir aber auch noch witzeln. Okay, dann machen wir nochmal einen Klopf-Klopf-Witz. Und einen schmutzigen Witz. Oh, und wir wissen über die romantische Orientierung von Emil Bescheid. Sehr schön. Und dann müssen wir aber wieder weiter flirten. Flirten, flirten, flirten. Fragen wir ihn doch mal, ob er Single ist. Und wehe, er ist es nicht. Eine Geschichte müssen wir auch erzählen. Das ist auch gar kein Problem. Wir erzählen jetzt von unserem toten Ehemann, der als Geist wiedergekommen ist. Und ja, also das wäre jetzt für mich eine unglaubliche Geschichte. Wir werden jetzt unseren ersten Kuss erleben. Nein, geh nicht aufs Klo, Mallory. Und jetzt, während wir auf dem Klo sind, hat sich einfach sie dorthin. Nein, Madame. Na, wir können uns jetzt nicht grob vorstellen, das wirft ja ein schlechtes Licht auf uns. Wir möchten ihn doch küssen. Wo ist denn das? Es war doch gerade da gestanden. Egal, dann knuddeln wir halt mit ihm. Und Händchen sollen wir halten, aber wie geht denn das über die App? Ich weiß es nicht. Zuwendung? Er möchte nicht mit uns knuddeln. Und sie freut sich halt. Sag mal, du bist aber blöd, ey. Oh, und jetzt macht sie ihn an. Oh Mann, schmeichel ihn mal. Und du verschwinde da jetzt. Oh, und er will es nicht hören. Und unsere Liebesleiste sinkt immer weiter und weiter. Also das ist ganz schön schwierig, ne, mit den Männern hier. Wir müssen ihn halt auch noch küssen, aber das können wir jetzt nicht mehr, weil unsere Liebesleiste nicht hoch genug ist. Okay, dann werden wir das Date mit ihm auch beenden. Das macht so ja überhaupt keinen Sinn. Dann brauchen wir wieder die App und gehen aufs nächste Date. Wen haben wir denn diesmal? Oh, ich glaube, der kommt mir bekannt vor. Wir gehen in die salzigen Pfoten. Es kann doch nicht sein, dass wir einfach niemanden finden, mit dem es irgendwie passt. Ich meine, jetzt sah es gerade gut aus, aber dann haben sie wieder gestritten, weil er wieder nicht das gesagt hat, was Mallory hören wollte. Dann war sie sauer und hat wieder zurückgepfeffert. So, wer bist denn du jetzt? Blind Date Detlef Braun, ein junger Erwachsener und B-Promi. Okay, ist ja schon mal nicht schlecht, dass er ein B-Promi ist, aber wir können jetzt wieder nicht mit ihm richtig interagieren. Deswegen können wir uns jetzt einfach erstmal nur vorstellen. Und er sieht auch wieder einfach nur gelangweilt aus. Aber er hat zumindest kein, ihr wisst schon, Zeichen, dass er uns nicht mag. Fragen wir ihn doch gleich mal, ob er Single ist. Und dann bitten wir ihn, unser Baby zu fühlen. Oh, wir können doch gescheit mit ihm interagieren. Okay, dann flirten wir. Er will das Baby nicht fühlen. Oh nee, jetzt ist es doch eh schon wieder aus. Seht ihr? Und jetzt geht er. Okay. Somit ist er auch wieder raus. Also tschö mit Ö. Mallory, ab zum nächsten Date. Wen haben wir jetzt? Den kenne ich, glaube ich, nicht.
gehen wir wieder in einen neuen Ort. Wir gehen auf Sulani, weil da kann ja einfach nichts schief gehen, oder? Und dann gehen wir in die Sandbar. So, wer bist du diesmal? Valentin, oh mein Gott. Okay, also wie soll ich das jetzt sagen? In unserem Valentinstagspart war Valentin ja nicht nur der hässliche Junge, der Mallory am Strand besucht hat, sondern auch der Meerjungmann, von dem Mallorys Baby ist. Und Mallory konnte sich ja daran erinnern, dass sie da jemanden kennengelernt hat und dass derjenige auch ihre große, wahre Liebe war. Aber ich bin natürlich hergegangen und habe quasi die Liebes- und Freundschaftsleiste, die sie hatten, gelöscht, weil eigentlich sollte sie ihn zu einem viel späteren Zeitpunkt wieder treffen. So spielt jetzt das Schicksal wieder und jetzt steht er vor uns. Und Mallory ist ja nicht blöd, sie wird sich jetzt natürlich an ihn erinnern. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal gleich mit ihm flirten. Hey, erinnerst du dich an mich? Ich bin's, Mallory. Wir haben uns doch da eines Tages am Strand getroffen. Und ah, es ist wahnsinnig schön, dich wiederzusehen. Ich weiß nicht, weißt du, ich bin schwanger von dir. Und oder sagt sie ihm das oder nicht? Ich weiß es nicht. Oh, schaut mal, auf jeden Fall knuddeln sie auch gleich. Und wir werden ihm ein Kompliment über das Outfit machen und bitten, das Baby zu fühlen. Sie ist natürlich jetzt hin und weg, weil sie, das ist halt quasi ihr Traummann schlechthin. Und eigentlich sollten die beiden dann auch vielleicht mal ein Happy End haben. Da war ich mir aber noch nicht ganz sicher. Oh, und er fühlt das Baby süß. Okay. Er ist halt schon richtig cute und jetzt flirtet er mit uns weiter. Oh mein Gott. Sitzen und mit Verabredung plaudern. Wo können wir uns denn schön hinsetzen? Hier zusammensitzen. Ups. Und wer ist das? Ich rufe an, um dich zu informieren, dass dein Ur-Ur-Urgroßvater deines Freundes, deiner Cousine zweiten Grades verschieden ist und dir ein großes Vermögen hinterlassen hat. Nimmst du die Erbschaft an? Und sie sagt natürlich, Kohle, 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 gib her. Denn eigentlich haben wir ja auch geplant, in nächster Zeit wieder zu heiraten. Deswegen passt es auch. Dann schmeichel ihm und freundlich tratsch. Nee. Smalltalk. Dann lerne ihn kennen. Und dann knuddel nochmal mit ihm. Tausche die Nummern aus. Gestehe ihm, dass du dich angezogen fühlst. Ach, schau mal. Oh, die sind so süß. Und seine Hose passt auch voll zu ihrem Outfit. Also wenn das Baby von den beiden nicht genauso süß ist wie die zwei, dann weiß ich auch nicht. Also die beiden, die sind anscheinend echt füreinander geschaffen. Sie haben kein einziges Mal ein Minus gehabt. Sie haben die ganze Zeit miteinander geflirtet. Sie verstehen sich übelst gut. Er hat kein rotes X-Dings da über seinem Kopf. Bitten, Freund zu sein. Das müssen wir jetzt unbedingt machen. Und als krönenden Abschluss werden die beiden jetzt techtelmechteln. Ja, in den Busch, natürlich. Und er hat ja gesagt, dass er unser Freund sein will. Oh, die beiden sind so süß zusammen, ich will ihn nicht umbringen. Ja, und mit diesem wunderhübschen Anblick von den beiden Mäusen werde ich den Part an dieser Stelle auch beenden. Ihr müsst mir bitte unbedingt sagen, wie ihr das jetzt findet, dass Mallory tatsächlich über ein Blind Date wieder zu ihrem Valentin gekommen ist. Also ich persönlich finde die beiden ja richtig süß zusammen und eigentlich will ich ihn aber auch nicht umbringen. Also schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, wie wir hier weiter vorgehen sollen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Ach ja, übrigens, im nächsten Part kommt dann safe auch wahrscheinlich Meerjungfrauenbaby. Also bis dann, schönen Abend.